Hallo zusammen und willkommen zurück hier in der Zombie-Apokalypse bei Let's Play 7 Days to Die. Ja, Folge 3 an Tag 2, die erste Nacht überlebt beim letzten Mal relativ unspektakulär, aber gut, ich brauche jetzt auch nicht sonderlich Spannung. Ja, wir haben es uns hier gemütlich gemacht, die Bude ist zu mit zwei Türen, alles ist gut. Haben wir noch irgendwas im Feuer? Nee, aktuell nicht mehr. Wie sehen wir denn aus? Wir haben noch ein paar Pfeile, 37 Stück an der Zahl. Ein bisschen Gedöns hier, was kein Mensch braucht, sondern die Baumsamen können wir, denke ich mal, pflanzen. Das Papier, ein bisschen Karton, also nichts Weltbewegendes. Wir haben hier ein bisschen aufgeräumt, unsere Kisten, also einigermaßen aufgeräumt zumindest. So, wir brauchen auf jeden Fall Glas, wir brauchen einen Forgebook. Ich nehme mal die Stickies hier mit und ich nehme auch mal ein paar von diesen Federn mit, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein paar Steine produzieren können, ne? Ah, nicht Steine, sondern Pfeile, meine ich natürlich. Steine produzieren, ja, du bist ein Held. Also Pfeile produzieren, selbstverständlich. So, wir machen die Türe auf. Türe zu, ne? Immer wenn man das Haus verlässt, macht man natürlich hinter sich die Türe zu. So muss es sein. So, hier könnte ein Bäumchen hingehen. Und da pflanzen wir auch noch ein Bäumchen. So, das wäre erledigt. Ja, wo packen wir uns denn hin? Jetzt zuallererst, ich würde sagen, wir schauen uns dieses Häuschen mal an, was in diese Richtung ist. Da ist nämlich auch noch eins daher. Das haben wir auch noch nicht angeschaut beim letzten Mal, ne? So, hier haben wir auch noch was zum Mitnehmen. Nochmal ein paar Federn und ich könnte hier kurz dieses Steinchen kaputt machen, weil dann hätten wir gleich mal ein bisschen Stein am Start. Dann könnte ich diesen Prozess des Pfeileherstellens gleich mal starten. Oder zumindest anstarten, weil wir brauchen ja diese Sharp Stones, ne? Diese spitzen Steine. Die einfachen kleinen Steine reichen nicht. Die müssen wir dann weiter craften oder weiter verarbeiten zu diesen Sharp Stones. Und diese Teile, die hier da rumliegen, da links oben sieht man gerade so einen Kriecher. Hoffentlich hat er, der hat uns glaube ich schon gesehen, oder? Nee, noch nicht. Den Stein, den wir gerade kaputt machen, der gibt uns Small Stones und so diese Eisenfragmente. Die sind auch recht witzig. So, jetzt hat er uns gesehen, aber ich glaube, jetzt haben wir gerade mehrere Zombies am Start. So, den kleinen, den haben wir jetzt weg. So, und soll halt natürlich gleich mal vorbei schlagen. So, jetzt hat er. Passt, okay, wir sind undetected. So, diese Iron Fragments, was ich sagen wollte, die Dinger hier, die kann man zu Scrap Iron weiterverarbeiten. Oh, schau mal, wer da kommt. Hallo. Hier lang. Du wolltest doch nicht etwa zu unserer Hütte, oder? Mal ganz ehrlich, da hast du nichts zu suchen, mein Freund. Da bleibst du fern, da kommt keiner. Da kommt keiner zu uns. So. Hat natürlich auch nur Schrott dabei. Ah ja, klar. Also gut, ich habe mich wieder ablenken lassen, ich weiß. So. Die Axt sage ich schon. Die Armbrust an den Start und Zombie-Schnetzeln. So, Steinchen. So, ich wollte ja Steine noch verarbeiten. Fällt mir gerade ein. Also hier einmal Steine verarbeiten und immer schön auf Zombies achten, dass wir ja hier nirgendwo einem in die Hände raufen. Das wäre schlecht. Ja, noch ein bisschen Gedönse mitnehmen. Ach, Federn. Also ich, ja. Ich weiß. Mein Forgebook. Irgendwie will es nicht. Oh, da drüben ist ein Spider-Zombie. Oder ist das ein Spider? Ich glaube schon. Oh, noch jämmerlich vorbeigeschossen. Nee. Schon wieder jämmerlich vorbei. Nee, es ist kein Spider. Es ist kein Spider. Ist mir egal. Die verabschiedet sich jetzt trotzdem. Oh, da hinten ist eine tolle Felsenformation. Schaut euch das einmal an. Das sieht ja toll aus. Da könnten wir auch eine Hütte drauf bauen. Das wäre nicht schlecht. So, Hallöchen, Zombie. Ein Glas. Sehr schön. Leeres Glas hat sie dabei. Das sehen wir natürlich gern. Das sehen wir gern, weil Glas brauchen wir ja auch. Ich höre hier irgendwo ein Schwein schreien. Irgendwo wird gerade ein Schwein getötet. Oh, und da höre ich einen Spider. Da oben, habt ihr gesehen? Der Spider-Zombie klettert da hoch, da im Hintergrund. Der hat irgendwas gesehen, was ihm gefällt, der Gute. Ja, Spider-Zombies können klettern. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, fällt mir gerade ein, ne? Das sind die einzigen Zombies, die klettern können. Also da muss man aufpassen, wenn man seine Behausung baut. Da kann man ganz schnell üble Überraschungen erleben. Wenn man da nicht aufpasst und seine Hütte Spider-Zombie sicher macht. Ja, na toll, man muss natürlich den Spider-Zombie da drüben auch noch treffen, aber meine überlegenen Schuss-Skills, ne, haben wir ja schon mal ausreichend thematisiert. So.
Da ist ein ganzer Scheißhaufen hier. Ach Gott. Lol. Hat mich der scheiß Spider-Zombie gesehen? Ich glaub's ja gar nicht. Na, warum schieße ich eigentlich auf den Wackelzombie? Ich treffe ihn ja eh nicht. Ich treffe ihn doch eh nicht. Ja, und gerade mal gedacht, jetzt, ne? Strafe ich euch Lügen von wegen. Also wirklich, hallo? So, okay, der ist tot. Ich habe jetzt keine vernünftige Waffe, das käst mich doch an. Jetzt muss ich diese lächerliche Stone Axe nehmen, die so gut wie nichts mehr austeilen kann. Die hat die beste Zeit auch schon hinter sich, diese Stone Axe. Boah, sind das viele Scheiße. Oh Gott. Oh, Hilfe. Oh, ich muss hier weg. Na, ich muss doch nochmal hier einen Crossbow nehmen. Es hilft leider nichts. So, jawohl, die hätten wir mal erledigt. Die wackeln wenigstens nicht so wie der Kollege hier. So. Endlich mal ein kleines Erfolgserlebnis. Ach, Mist. Nicht genau getroffen, den Kollegen. Aber jetzt. Zwei Schüsse, dann ist er tot. So, dann haben wir eine Krankenschwester. Da haben wir viele Krankenschwestern da. Ui, da haben wir auch nochmal Spiders da hinten. Sag mal, wie viele Spider-Zombies sind denn hier unterwegs? Spiders haben Priorität. Wir wissen, Spider-Zombies locken andere Zombies an. Und wenn die Spider-Zombies von der Heatmap gespawnt sind... Okay, jetzt geht's ein bisschen weit. Die Heatmaps kann ich, glaube ich, jetzt noch nicht erklären. Auf jeden Fall sind Heatmap-Spider-Zombies nochmal eine Nummer schärfer. Da muss man noch schneller sein, weil ansonsten spawnen die mal richtig krassen Shit. Und das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Da haben alle nichts dabei. Super Geschichte. Ganz großer Sport. Gehen wahrscheinlich langsam die Pfeile aus, war. Ein bisschen habe ich noch. 26. Oh Gott, oh, jetzt treffe ich schon nicht mal mehr die Handlampe hier vor mir, ey. Alter. Nein, ich zitter nicht, weil ich nervös bin. Sondern ich habe einfach schlecht gezielt. Das ist der Grund, warum ich nicht getroffen habe. So. Boah, klar. Schaut euch den an. Ein Kriecher. Wollte sich da einfach anschleichen an uns. Ja, das denkst du auch bloß du, dass du das hinkriegst. So, da kommt nochmal der dicke Otto. Da ist auch noch mal einer. So. Immer schön auf den Kopf zielen, dann fallen sie um. Wie die fliegen. So, Cheerleader. Hat ein bisschen was dabei. Naja. Die haben alle bloß Crap dabei. Nur Schmarrn. Crap oder nichts. Das ist ernüchternd, Freunde. Sehr ernüchternd. Painkiller. Super. So, das dürfte jetzt aber so ziemlich dann alle von diesem Haus gewesen sein. Dann könnte ich das Haus jetzt wahrscheinlich looten. Ohne, dass ich mich noch groß anstrengen muss. So, hier habe ich noch ein paar Steine. Die werden gleich weiterverarbeitet. Dann laufe ich mal zu dem Haus hin. Ich höre nichts mehr. Das ist super. Das heißt für mich, die Zombies sind erst mal alle weg. Ne, die haben wir mal alle weggerasiert. So, hier war irgendwo noch ein... Hier, genau. So eine kleine Tasche. Was zu essen? Nicht schlecht. Das kommt mir gelegen. So, da drüben ist ein Hirsch. Den lasse ich mal am Leben. Hast Glück gehabt, mein Freund, dass ich gerade aktuell nicht auf der Suche bin nach Hirsch. So, du gehst auch mit. Sharpstones, so, und die nächsten Steine, die gleich verarbeitet werden, ne? Also ich habe ja schon mal gesagt, immer Zeug verarbeiten, wenn man kann. So, dann haben wir nochmal einen. Ah, den kenne ich eigentlich auch gleich noch, gell? Hier, so. Nochmal 12 Pfeile craften. Und immer schön vorsichtig sein. So, da oben ist ein Dicker, der haut gerade hier das Zeug weg. Der schlägt sich hier den Berg hoch. Wie ist denn der drauf? Der Berg hat ihm doch nichts getan, wa? So, dann machen wir die Hütte mal auf. Ach Gott, die Hütte ist zu. Super. Tolle Show. Muss ich jetzt hier die Tür aufschlagen, wa? Oh, die ist auch noch verstärkt. Und ich habe bloß so ein scheiß Werkzeug am Start. So, ich duck mich mal. Weil dann sehe ich ja, ob ich undetected bin oder nicht. Und wenn wir uns den Zustand von unserer Stone Axe anschauen, dann ist die mittlerweile schon im roten Bereich. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist überhaupt nicht gut. So, diese Tür war jetzt mit Holz verstärkt. Das merkt man. Die normale Tür wäre jetzt schon längst kaputt. Oh Gott, ey, da geht mir die Axt vorher kaputt. Ich muss einen Stein finden. Ich muss die scheiß Axt reparieren. Irgendwo ist schon wieder ein Zombie. Wir haben doch gehört, wie er keucht und fleucht. So, dann haben wir noch ein bisschen Müll.
Natürlich auch kein Fortspuck drin, ne? Das wäre jetzt echt dummer Zufall gewesen. Ja, komm, lassen wir uns nicht ablenken. Wir sollten unser Zeug hier reparieren. Also, die meisten Items haben sogenannte Repair-Gegenstände. Die Stone Axe zum Beispiel, im Tooltip sieht man es, Repair Item Small Stone. Ja, wenn ich später dann fortgeschritteneres Werkzeug habe, dann brauche ich zum Beispiel Metallstreifen. Und so läuft die ganze Kiste. Bei Waffen brauche ich dann solche Waffenreparatur-Sets. Und der Tooltip ist da einfach sehr hilfreich. Da sieht man immer genau, welches Item man braucht. Bei unserem Crossbow zum Beispiel braucht man diese Holzsticks, die wir auch brauchen, um Pfeile zu craften. Oder diese Bolzen, ne, für die Armbrust. So, jetzt kriegen wir sie, jawohl, jetzt kriegen wir sie kaputt. Jetzt ist die Holzverstärkung weg. Jetzt können wir die Hütte hier aufmachen. So, hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt, Freunde, da echt. So, schon mal Müll. Naja, ein Buch, aber keines zum Lernen. So, der Kollege hier hat nichts, das ist sehr ernüchternd. Es hat nur eine Etage, die Hütte hier war. Oh, da ist gerade ein Schwein außen rumgelaufen. Sehr witzig. So, dann schauen wir uns die Kühlschränke kurz an. Da ist nichts drin. Dann schauen wir uns den Ofen kurz an. Da ist auch bloß Dreck drin. Super klasse. Das hat sich echt... Oh, Kaffee. Kaffee, sehr gut. Kaffee kann man auch anpflanzen. Da ist ein Zombie. Scheiße, hat uns gesehen. Mist. Hallo. Da schau mal, kennst du meine Stone Axe schon? Die passt hervorragend. Kann dir einen Scheitel ziehen mit dem Ding. So. Prima, dann zeige ich dir mal, was du dabei hast. Nix natürlich, war ja klar. Der Zombie von heute ist mit wenig bis gar nichts unterwegs. Leeres Glas, sehr gut. Nichts, weniger gut. Und eine leere Dose, ja. Also, ich bin etwas enttäuscht, ehrlich gesagt. Im Feuer ist auch nichts. Das hat sich gelohnt, so. Aber wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, ich muss mal was essen. Was ist denn das hier? Katzenfutter, nee, das kannst du selber essen. Thunfisch, ja komm, wir essen eine Runde Thunfisch. Lecker aus der Dose. Mh, fein, das schmeckt, das macht Freude. So, das haben wir schon angeschaut, ne, genau. Hier sind nochmal ein paar Steinchen. Ja, das war jetzt natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Zu finden, das ist auch klar. Mein Gott, hier gibt es so viel Material, was man harvesten könnte. Und es bringt mir nichts, weil ich keinen Forgebook habe und mir kein entsprechendes Werkzeug herstellen kann, das mir das effektiv... und effizient machen können. Das ist schon traurig. Das ist traurig. So, ich suche jetzt hier die Müllsäcke noch durch. Da ist auch bloß Dreck drin. Mein Gott, hier gibt es jede Menge Material. Wahnsinn. Wahnsinn, was es hier alles gibt. So, Steinchen, Steinchen. Geh her, jawohl. Haben wir hier noch irgendwo ein Häuselchen. Hier war irgendwo noch ein dicker Zombie. Denk dran, lass dich bloß nicht von hinten überraschen, dass der Zombie mal von hinten auf die Schulter klopft und sagt, hallo, hier bin ich. Das wäre nicht gut. Aber wir haben viele Zombies jetzt schon weggeklatscht, also das finde ich... Ja, wahrscheinlich gibt es nur eine gewisse Anzahl Zombies pro Biom, wollte ich sagen. Nicht pro Biom, sondern pro Biom. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Wenn ich auf die Karte schaue, ich zoome mal ein bisschen raus. Das hier ist ein Biom. Und hier ist das nächste. Man sieht es hier grafisch dargestellt, das ist Grasland. Hier ist Wald. Hier unten sehe ich auch schon, das ist Wald. Und hier ist dieses zerstörte Biom. Also pro Biom gibt es wohl diesen Zombie-Wert, schätze ich jetzt mal. So gefühlstechnisch. So, nochmal ein bisschen Mais. Aber ich sehe weit und breit keine Häuser. Oh, da drüben ist gerade ein Zombie gespawnt. Zwei Stück, um genau zu sein. Ich sehe keine Häuser. Weil es soll auch immer mal wieder so kleine Ansammlungen von Häusern geben. Super, Waffenöl. Genau das, was ich gebraucht habe. Und, na, vielleicht sollte ich mal was trinken, sehe ich gerade. Ich muss dringend was trinken, aber ich habe nichts... Doch, ich habe hier was zum Trinken dabei. Sehr gut. Holz. Kann ich nicht machen. Warum? Weil ich keine... Steine mehr habe und ich habe auch kein Holz mehr, sehe ich gerade. Ich muss wieder Holz hauen. So, in der Zwischenzeit sollen wir nochmal was trinken. Da drüben sind schon wieder Zombies. Sind jetzt alle neu gespawnt, oder? Ui, mein Gott, hier ist ein ganzer Scheißhaufen von den Zombies. Das ist ja unglaublich. Die haben alle wieder hergefunden. Ja, ich nehme es zurück, von wegen, dass hier nichts los ist. Die haben alles zurück.
Wooden Klappe, den kannst du vergessen, den brauchen wir nicht. So, das klingt so, als ob man uns entdeckt hätte. Es klingt mal verdächtig. Ja, ja, hallo. Grüß Gott, hier. Darf ich vorstellen, meine Stone Axe. Danke. Du hast natürlich auch wieder bloß Crap dabei. Und und rechts ist auch schon wieder ein Zombie, der uns gesehen hat. Genau, ein dicker. Ja, ja, ich habe schon wieder dick gesagt. Aber ich darf das. So, da ist ein Kriechzombie und kein Kriechzombie, eine Dame, die... Ui, jetzt würde ich gerade sagen, die haben wir zuerst, aber die haut uns, verdammt! Oh, oh, jetzt... Oh, scheiße, ich blute, jetzt muss ich weg und ich bin stunned. Oh, oh. Okay, schnell eine Heilbandage. Das war knapp. Das war knapp. Ja, Freunde, hier kann es ganz schnell zu Ende sein, wie man hier schön sieht. So, ich laufe mal ein bisschen, ich hau jetzt gerade ein Stück ab. Weil ich will ja looten eigentlich, ne? Ich wollte ja looten. Ich muss ja Zeug finden. Ich muss ja was finden, ansonsten ist der ganze Spaß umsonst hier. Ich brauche dieses blöde Fortspruch. Ohne das Fortspruch macht es keinen Sinn. Aber wie es halt immer so ist, ne? Das, was man braucht, das findet man nicht. Ich habe ja gehofft, dass wir irgendwo Häuser finden, weil in Häusern gibt es in der Regel auch Bücherregale. Und es liegt ja auf der Hand, ne, dass so Bücher im Bücherregal sind. Ist zumindest was, was man logisch ableiten und erklären kann. So, ja, wir wechseln jetzt mal das Biom. Wir gehen mal eine Runde auf Tauchstation. Hup. Das wäre geschafft. So, hier den Stein nehmen wir noch mit. Irgendwo muss es hier Häuser geben. Und ich lasse jetzt die Zombies auch links liegen. Die sind ja zum Glück sehr langsam. Hier ist eine schöne Klippe. Super. Ui, da ist ein Schwein. Hallo. Hallo, Schwein. Eine Krankenschwester. So, das Schwein geht baden. Ist gerade links die Klippe runtergefallen. Das ist ja witzig. Irgendwo muss es hier Häuser geben, Mensch. Irgendwo muss es Häuser geben. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. So, in der Zwischenzeit mal wieder ein paar Federn und so mitnehmen, ne? Nicht vergessen. Ganz wichtig. So, ich könnte meine Stone Axe mal wieder reparieren. Dazu kann ich weiterlaufen. Wie gesagt, das ist das Schöne, man kann craften und reparieren alles, während man in der Gegend, in der Weltgeschichte umeinander rennt. So, da ist nochmal ein Schwein. So, heftiger Lag. Da ist ein Haus. Ah, und da ist auch ein Zombie. Sehr schön. Hallo. Ein Wackelzombie. Ach Gott, das ist dieses Haus, das wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Super. Das hat sich gelohnt. Bin ich einmal im Kreis gerannt. Aber gut, das gehört natürlich auch dazu, ne, das Biom etwas zu... Boah, Alter. Das Biom zu erkunden. Da wollte ich jetzt aber nicht runterspringen, oder? Doch, komm, ich spring runter. Hui! So, ins Wasser. Zum Glück haben wir uns kein Bein gebrochen, weil ich habe gedacht, das war eigentlich etwas tiefer, aber so kann man sich täuschen, Freunde. So. Das sind jetzt natürlich wieder alle Zombies, ne? Das ist wieder großer Sport. So, Stone Axe. 4 Bolts. Wir sind immer noch hunted. Naja, 60 Sekunden Timer, ne? Darf man nicht vergessen. 60 Sekunden Timer. Haben wir ein Pech? Mensch, haben wir ein Pech. So, vielleicht ist die Türe auf, wenn wir Glück haben und schnell genug sind, weil wir wissen ja, bei Tag sind die Zombies extrem langsam. Jawohl, die Tür ist auf. Geil, geil. Super, so eine Hütte haben wir ja auch. Das ist genau die gleiche. Vom Baustil her. Dann ist hier oben ein Buchregal. Fortspruch. Fortspruch. Nein, kein Fortspruch. Mist. Das ist ja doof. Ist mir egal, ich nehme jetzt hier alles mit. Alles wird mitgenommen. Und ich sehe, ich muss was essen. Aber ich habe ja zum Glück noch was dabei, ne?
Muss ganz dringend, wenn wir zu Hause sind, müssen wir ganz dringend was essen. Oh, und trinken sollte ich auch, sehe ich gerade. Jawohl, Blueberry Pie. Also Blaubeerkuchen. Der ist auch gut. Der schmeckt auch lecker, der Blaubeerkuchen. Braucht zur Herstellung Mehl, Eier, beziehungsweise ein Mehl, ein Ei, einmal Blaubeeren und einmal Wasser, wenn ich mich richtig erinnere, ans Rezept. Also kann man sich quasi auch problemlos herstellen. Oder was war das jetzt? Katzenfutter oder was? Das kannst du selber essen. Oh oh. Da drüben geht's weiter, okay. Aber das war jetzt nur ein einzelnes Haus in der Pampa hier, oder was? Da ist irgendwo ein Spider-Zombie. Der da vor sich hin keift. Kann mir egal sein, ich trinke nochmal ein Schlückchen. Und nochmal, einfach so, weil ich's kann. Und Flüssigkeitshaushalt ein bisschen auffüllen. So, leere Gläser, die nehmen wir auch gleich mit. Machen wir voll auch schon mal an. Schau mal, wer da geschwommen kommt oder gelaufen kommt, besser gesagt. So, da ist noch was. Den schauen wir uns auch noch kurz an. Oh, Moldy Bread. Mhm. Also verschimmeltes Brot haben wir gefunden. Das ist toll. Oh, und schwierig. Das Kaninchen hoppelt auf dem Wasser. Aha. Interessant. Also Kaninchen können offenbar auf dem Wasser laufen. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber man muss ja nicht alles wissen hier, ne? Man lernt ja jeden Tag dazu. So, dann rennen wir noch ein bisschen in der Weltgeschichte umher. Wir haben schon wieder 3:15 nachmittags. Ich versuche jetzt einfach noch ein bisschen über dieses Biom hier zu lernen. Dass ich sehe, wo es was gibt. Vielleicht finden wir noch ein Haus. Da ist ein Hirsch auf jeden Fall. So, Steinchen, Steinchen. Alles wird mitgenommen. Sieht nicht gut aus. Nee, sieht überhaupt nicht gut aus. Wir scheinen kein Glück zu haben. Nicht wirklich. Was ist das da drüben? Das ist dann wieder Grasland. Federn, ja toll. Federn hätte ich nicht gebraucht. Aber es ist nirgendwo ein Haus. Mm-mm. Oh, altes Sandwich. Lecker Schmecker. Kann man essen? Hat man 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass es schlecht ist? Bekommt man... Ja, dann bekommt man... Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, Ausdauer wird abgezogen für eine gewisse Zeit und man kann Wellness verlieren. Sogar mehr als eins. Und das mit der Wellness, ne, habe ich auch schon mal gesagt. Damit ist auch nicht zu spaßen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ah, okay, hier unten an diesem Eck sind wir, alles klar. Ja, dann schauen wir uns hier unten noch ein bisschen um. Da drüben ist das zerstörte Biom, das kennen wir ja schon. Hier ist nochmal ein Backpack. Ein Rucksack, ja, brauchen wir nicht. Nägel brauchen wir nicht. Ich nehme immer jeden Scheiß mit, ich weiß. Scrap haben wir raus, dieses Sandwich haben wir raus. So ein Futter kann auch hier wer anders essen, habe ich auch keine Lust, den Scheiß einzustecken. So, aber dieses Vogelnest, das schauen wir uns noch kurz an. Alles klar, meins. So, was haben wir hier noch drin? Komm. Ach Gott, auch nichts wirklich Prickelndes. Sieht nicht gut aus. Diese Felsenformationen, die sehen echt stark aus. Das ist alles zufallsbasiert, ne? Von der Karte muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Alles random. So, hier ist noch ein Müllsack. Komm. Hm. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie groß die Drop-Wahrscheinlichkeit ist von so einem Forge-Book in einem Müllsack. Das wäre echt mal interessant. Und wir haben noch keine Straße gefunden. Wir haben keine Straße gefunden bisher. Eieiei, also an Straßen sind auch meistens Häuser, ne? Das liegt eigentlich auf der Hand. So, und jetzt sind wir schon sehr nah an diesem zerstörten Biom. Und wir wissen... Da sind Hunde. Also das wisst ihr vielleicht nicht, aber ich weiß es. Und Hunde, wie ich schon mal gesagt habe, brandgefährlich. Unvorbereitet auf den Hund zu treffen, ist eigentlich fast der sichere Tod. Naja, nur fast. Aber trotzdem, sehr gefährlich. Ich sehe mal keinen. Bis jetzt, aber das heißt nichts. Nee, das ist mir zu riskant. Das ist mir aktuell zu riskant.
So schlecht, wie ich ausgerüstet bin, das... Nee. Muss nicht sein. Wir haben kein Glück. Wir haben kein Glück, nö. Und es sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwo ein Häuselchen wäre. Sieht und ganz und gar nicht danach aus. Ja, dann erkunden wir hier den Südbereich noch ein bisschen. Okay, sah gerade so aus, als ob da ein Hund wäre, aber nee, war zum Glück bloß ein Hase. So, hier haben wir noch was zu essen, das ist prima. So, Steinchen mitnehmen, da oben sind nochmal Zombies. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Ja, das wird vermutlich dann die nächste langweilige Nacht bei uns, ne? Wir halt die Nacht dann nutzen und wieder ein bisschen zusammencraften, so Zeug und so. Weil ich glaube, das macht keinen Sinn, dass wir in der Nacht rausgehen. Dafür sind wir einfach zu schlecht equipped. Und dass ihr mir da beim Warten im Haus zuschaut, das macht wohl auch keinen Sinn. Das ist auch alles andere als spannend. So, wärmen wir noch ein bisschen, ne? Also ich mache jetzt die Folge mal ein bisschen länger. Wir schauen einfach noch kurz in das andere Biom, den anderen Wald darüber. Vielleicht finden wir da noch was. Das ist so meine letzte Hoffnung, die ich habe. Irgendwo muss es doch was geben, das gibt's doch gar nicht. Irgendwo müssen wir was finden, um dass wir an dieses blöde, beschissene Buch kommen. Ja, reg dich halt auf, oder du Zombie. Brauchst gar nicht maulen, ich tu da nix. Solange du wegbleibst. Solange du mir nicht näher kommst, ist alles in Ordnung. So, 17 Uhr gleich. 17 Uhr, wir wissen, was es heißt. Ne? Nicht 17 Uhr, sondern 21 Uhr, meine ich. Also ein bisschen haben wir noch. Noch ist kein Problem. Hier ist jede Menge Wasser. Aber kein Haus. Wieso gibt's hier kein Haus am See? Was ist denn das? Wer hat denn den Scheiß erfunden hier? Irgendeine kleine Wohnsiedlung muss es doch geben. Nicht um viel, ne? Nee. Wieso denn? Wieso denn auch? Wir brauchen keine Wohnsiedlung. Da ist ein... da ist ein Häselchen. Häselchen, genau. Mal wieder auf dem Wasser. Der Hase, der übers Wasser lief. So, also kommen wir. Schwimmen mal eine Runde. Mit der Armbrust in der Hand schwimmen wir mal ganz locker hier über den See. Ne, das kann ja jeder von uns, gar kein Problem. Mache ich auch immer so. Immer wenn ich schwimmen gehe, nehme ich immer die Armbrust mit. So, der Hase da drüben, der macht wenigstens Pause hier. Der rastet, ne? Der sitzt da auf dem Stein. Und jetzt läuft er wieder übers Wasser. Respekt. Großer Respekt. Hopp. Es ist nirgendwo ein Haus. Es ist nirgendwo ein Haus. Weit und breit nicht. Vielleicht ist es jetzt auch ein Fehler, dass ich hier einfach so quer durch die Pampa renne. Aber ich muss. Ich muss, Freunde. Es hilft nichts. Wenn ich dieses Buch haben will, dann muss ich suchen. Es bringt mir ja nichts, auf eventuellen Loot-Respawn zu hoffen und zu warten, sondern dann muss ich schauen, was es hier in der Gegend gibt. Und vielleicht finde ich hier eins. Wenn ich Glück habe. Wenn ich kein Glück habe, finde ich keins. Ganz einfach. So, also wie die ganze Zeit irgendwie bislang. Aber wir leben noch und ich sollte jetzt dringend was essen. Essen ist wieder das nächste Problem, ne? So, ich meine, ich renne ja auch die ganze Zeit. So, ich könnte jetzt mal kurz diesen Blaubeerkuchen reinpfeifen. Mahlzeit. Da ist ein Baum. Da ist eine Straße. Boah. Da ist eine Straße. Straßen sind gut, ich hab's schon mal gesagt.
Weil Straßen bedeutet Haus. Haus irgendwo. Ich laufe jetzt einfach mal auf der Straße. Ich habe bestimmt schon jede Menge Zeug übersehen, ich weiß. So, und ich könnte eigentlich mal anfangen, die ganzen Bücher zu lernen. So bei der Gelegenheit, ne? Clawhammer können wir herstellen. Sehr gut. Urban Combat. Moment, Urban Combat kennen wir schon. Weg damit. Im Scheißbuch. Clawhammer, ja. Damit kann man die Dinge schneller aufwerten als mit dieser Stone Axe, die wir haben. Mit der Stone Axe brauche ich zum Beispiel 4 Schläge, um irgendwas aufzuwerten. Mit dem Clawhammer geht es in 2. Ne? Das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied. So, kurzer Blick auf die Karte. Wo sind wir? Ja, ein gutes Stück weg. Wir gehen jetzt mal noch eine Runde nach Norden. Oh, da kommt eine Horde, eine Zombie-Horde. Nehme ich mal hier die kleine Abkürzung. Mit denen muss ich mich jetzt nicht unbedingt kloppen, ne? Da, die umlaufe ich jetzt einfach mal. Weil wenn ich mich mit denen anlege, dann bis die alle platt sind, dann ist Abend und dann ist, ja. Dann blüht uns der sichere Tod. Hätte natürlich einen Charme, wir wären sofort wieder zu Hause. Aber das ist nicht unser Ziel, Freunde. Das ist nicht unser Ziel. Aber mich irritiert das jetzt echt, dass hier nirgendwo Häuser sind. Das macht mich jetzt richtig fertig, das regt mich auf. So, und hier ist dann schon wieder Biomwechsel. Mein Gott. Hier ist Biomwechsel, ja. Da drüben ist das Grasland, unser Biom. Nochmal Kaffee. Und das da drüben, ist das neues Grasland? Sieht fast so aus, ne? Oder, ne, das ist unseres. Okay, die Straße geht hier weiter. Ah ja, schau an, ich war hier noch gar nicht durch. Ich muss der Straße noch mal ein bisschen folgen. Da ist noch ein Rucksack. Rucksäcke können manchmal auch tolles Zeug enthalten. Okay, Wasser. Was haben wir denn hier noch? Pfeile, die Knochen fliegen raus. So, da machen wir mal ein bisschen Messing draus. Was haben wir noch? Da können wir ein bisschen Scrap Iron draus machen. So, dieses blöde Sandwich fliegt weg. Braucht kein Mensch. Okay. Bisschen Platz haben wir noch. Bisschen Platz ist noch da. Es müssen doch irgendwo Häuser kommen, da echt. Dreiviertel sieben. Gleich wird's dunkel. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier noch irgendwo ein paar Häuser kommen. Einfach weil wir hier an der Straße sind. Das muss fast so sein. Da könnte ich jetzt viel wetten, dass irgendwo jetzt hier Häuser kommen. Wobei wetten ist immer gefährlich, ne? Da verliert man meistens. Wetten ist gefährlich. Mein Haus ist in die Richtung, okay. Sieht echt nicht gut aus, nee. Sieht nicht gut aus. Wo sind wir? Ja, ein bisschen können wir noch. 2 Stunden noch. 2 Stunden wird's dunkel. Dann ist das ein Spider-Zombie. Nein, war keiner. Das war keiner. Grass und Glas. Da ist nochmal ein Mülleimer. Oh Gott, jetzt habe ich gerade so ein Rotten Flesh aufgenommen. So ein verrottetes Fleisch. Da ist auch nichts Gescheites mehr drin. Okay, Freunde, ich muss abbrechen. Ich muss abbrechen, ich muss nach Hause. Ich muss jetzt dann nach Hause, es hilft nichts. Auch wenn es mir nicht schmeckt. Wir haben zumindest mal ein bisschen was erkundet hier im Umfeld von unserer Hütte und kommen zu der Erkenntnis, dass es sehr wenig hier gibt. Sehr, sehr... Oh, eine Knarre. Eine Knarre gefunden. Eine Pistole. Mit ein paar vereinzelten Schuss. Es ist besser als nichts. Viel ist es nicht, aber immerhin.
So, also halt da drüben den Müllsack nehmen wir noch mit und da hinten ist schon wieder Biomwechsel. Also es gibt hier wohl nur diese zwei Häuser, die wir bislang gefunden haben. Da können wir nichts mitnehmen. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend wenig, Freunde. Tja, ich bin am Überlegen, was wir tun. Wir wissen, dass in dem Waldbiom westlich von unserem Haus, wo wir vorn vorbeigerusht sind, da ging eine Straße nach Westen. Wir könnten versuchen, dieser Straße zu folgen. So, hier ist alles schon leer gemacht. Ja, hier war ich schon. Naja, da war ich auch schon. Ja, es hilft nichts. Also jetzt geht's wirklich bloß noch ab nach Hause. Den Hintern in Sicherheit bringen. Das ist schade. Da habe ich jetzt echt gehofft, dass wir vielleicht ein bisschen was finden auf diesem Ausflug. Da ist es. Ne, das ist nicht unser Haus. Unser Haus ist hier. Es hat gut angefangen, ne? Wir haben dieses eine Haus gelootet und haben gehofft, dass wir da zumindest was Hübsches finden. Nö, war nix. Dann sind wir weiter. Dann haben wir noch ein bisschen was gefunden. Das Haus am See. Sogar zwei Bücher, aber eins kannten wir schon und das andere war leider nicht das gewünschte Objekt der Begierde. Das ist echt schade. Aber gut, Leben ist kein Wunschkonzert. Das wissen wir alle. So, bin zu Hause. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Hat jemand auf uns gewartet? Wahrscheinlich nicht. So. Genau, was trinken erstmal. So, hier ist die Essenskiste. Ja, dann mache ich jetzt... Oh, ich habe keinen... Sehe ich gerade, ich habe gerade keinen Platz mehr. So, also fünfmal Fleisch. Fünfmal unser Schwein quasi. Jetzt brauchen wir noch ein Holz. Die Pistole kommt hier rein. Die Shotgun Barrel kommt hier rein. Die Hunting Rifle. Zwei Teile von unserer Hunting Rifle haben wir schon. So, dann brauchen wir noch Holz. Und schmeißen wir den Prozess hier mal an. Dann haben wir zumindest was zu essen. So, ich kann in der Zwischenzeit hier schon mal ein paar... Ja, komm, nicht geizen, ein paar Sticks machen, ne? Dass wir uns auch wieder ein paar Pfeile herstellen können. Ja, ist jetzt bitter. Ist echt bitter. Mein Gott, die Folge geht schon ewig, ey. Das geht ja gar nicht. Schaut mir ja kein Mensch an, wenn die Folge so lang ist. So. Gekochtes Schweinchen rausnehmen. Mahlzeit. Das hat dir schmeckt. Gut war's. Ja, Freunde, würde ich sagen, dann mache ich an dieser Stelle Schluss für heute mit der heutigen Folge. Ich sage an euch herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Tipps und Tricks da lasst, was ich anders machen könnte. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge hier bei Let's Play 7 Days to Die. Bis dann!